sehr viel Funkverkehr statt. Sie riefen Saipan und Tokio, wir haben Erhard gefunden, was sollen wir jetzt tun? Reineck bleibt dabei, dass die US-Geheimdienste Erhards Situation kannten. Meiner Meinung nach wusste die US-Regierung genau, wo sie runtergegangen war. Aber sie konnte ja nicht sagen, dass sie es weiß. Denn dann wäre der ganze Plan aufgeflogen. Außerdem wäre es das sichere Ende für Roosevelt gewesen. Reineck ist sich sicher, dass Erhard den Krieg überlebte, in die Vereinigten Staaten zurückkehrte und mit einer neuen Identität als Hausfrau in New Jersey lebte. Sie kam zurück und verbrachte den Rest ihres Lebens als Irene Bolam. Das Auftauchen von Irene Bolam alias Amelia Earhart ist nicht neu im Earhart-Rätsel. Die Theorie entstand 1965, als der ehemalige Pilot und legendäre Earhart-Ermittler Major Joe Jarvis durch Zufall Irene Bolam kennenlernte. Joe erkannte die Frau, die dort stand. Er erkannte sie als Amelia Earhart. Er hatte sie für tot gehalten, genau wie ich. 1970 veröffentlichten Joe Jarvis und sein Partner Joe Klass ihre Thesen in dem Buch Amelia Earhart Lives. Irene Bolam war so wütend über die Unterstellung, sie wäre Amelia Earhart, dass sie die Autoren auf $1.5 Millionen verklagte. Ich bin nicht Amelia Earhart. Der Streit wurde außergerichtlich beigelegt. Das Buch ist totaler Unsinn. Wie Klass sagte, bot er ihr $1.5 Millionen an, wenn sie bereit wäre, ihre Identität durch Fingerabdrücke zu beweisen. Sie lehnte ab. Ich würde sagen, es waren Amelia Earharts Fingerabdrücke. Als Irene Bolam 1982 starb, wurde ihre Asche verstreut und das Rätsel blieb ungelöst. Doch jetzt glaubt Reineck, die forensische Fotoarbeit seines Partners Todd Swindell beantworte die offenen Fragen. Anhand der forensischen Beweise schließe ich, dass Irene Craigmile Bolam definitiv die ehemalige Amelia Earhart war. Mit einer Vergleichstechnik aus der Gerichtsmedizin hat Swindell die Gesichtsdetails von Irene Bolam mit Fotos von Amelia Earhart verglichen. Sie scheinen identisch zu sein, bis hin zu den Tränendrüsen. Wir haben dieses Foto von Amelia Earhart über eins von Irene Craigmile Bolam gelegt. Wenn wir das hochheben, können wir sehen, die Augen sind dieselben. Die Tränendrüsen und die Augenränder passen genau. Sie sind identisch. Die forensischen Beweise schließen die Lücke. Amelia Earhart war Irene Bolam, ohne jede Frage. Ist das wirklich eine perfekte anatomische Übereinstimmung oder eine sorgfältig konstruierte Täuschung? In einer letzten Analyse prüft ein Experte die Beweise. Amelia oder Irene? Verschwörung oder Zufall? Wenn man alle Theorien genau untersucht, welche besteht dann? Siebzig Jahre nachdem Amelia Earhart spurlos verschwunden ist, bleibt das Rätsel über das Schicksal einer der bekanntesten vermissten Personen der Geschichte ungelöst. Nach dem wissenschaftlichen Prinzip Wilhelm von Ockhams ist bei Mangel an Beweisen die einfachste Erklärung die beste. Das hieße, dass Earhart der Treibstoff ausging und sie in der Tiefe des Pazifiks versank. Alle Theorien sind vorstellbar, aber welche hält einer skeptischen Überprüfung stand? Zuerst zu der These, dass Amelia Earhart in die Vereinigten Staaten zurückkehrte und die Identität von Irene Bolam annahm. Amelias Schwester Muriel Morrissey bestätigte eindeutig, dass Irene Bolam nicht ihre Schwester war. Punkt um. Als Gutachter wirft Detektiv Kevin Richlin, ein Forensikexperte, einen kritischen Blick auf die fotografische Vergleichstechnik von Todd Swindell.
Man muss wissen, dass man sehr viele Menschen fotografisch verschmelzen lassen kann, indem man ihre Fotos übereinander legt. Der wahre Wert eines Vergleichs zeigt sich erst, wenn man die Bilder nebeneinander legt und nach bestimmten Ungleichheiten sucht, die wichtig sind. Nachdem er die Fotos von Earhart und Bolam nebeneinander sorgfältig ausgemessen und verglichen hatte, fand Richlin zahlreiche Unterschiede. Ein Merkmal, das nicht lügt, sind die Alterslinien. Die Falte von der Nase runter zum Mund bei Amelia Earhart reicht weit unter den Mundwinkel. Außerdem gibt es zwischen dem Mundwinkel und der Furche hier noch eine kleine Falte. Im Gegensatz dazu scheint die Falte bei Irene Bolam hier aufzuhören und es gibt keine zweite. Amelia Earhart hat einen Leberfleck und viele Sommersprossen. Irene Bolam hat weder noch. Nach der Expertenmeinung von Detektiv Richlin stimmen die Gesichter nicht überein. Wenn man sie nebeneinander legt, sieht man, dass ihre Augenbrauen verschieden sind. Die Augen, die Nase und selbst der Mund ist anders. Man muss sich fragen, wo ist die Ähnlichkeit zwischen Amelia Earhart links und Irene Bolam rechts? Wenn ein Beamter mir erzählen würde, dass die Personen auf den Bildern identisch sind, würde ich ihm empfehlen, seine Fähigkeiten anderweitig einzusetzen. Die Theorie über die Gefangennahme durch die Japaner stützt sich allein auf Augenzeugenberichte. Ich bin sicher. Ich glaube so vielen Zeugen. Wenn es so viele Zeugen gegeben hätte bei O.J. Simpsons Tat, hätte es vielleicht ein anderes Urteil gegeben. Aber wie bei dem Fotovergleich passen die Zeugenaussagen nicht unbedingt zusammen. Manche sagen, Earharts Flugzeug wurde abgeschossen. Andere, sie sei auf einem Riff gelandet. Die meisten wollen sie im Gefängnis von Garapan wissen. Andere sprechen davon, dass sie in einem Hotel auf Saipan festgehalten wurde. Es gibt viele Geschichten, von denen jede wahr sein könnte. Ich weiß nicht, welche ich mir aussuchen und was ich mit den anderen machen soll. Wie viele Menschen haben Außerirdische gesehen? Hunderte. Augenzeugenberichte sind generell ziemlich schwach. Es gibt so viele Faktoren der Wahrnehmung, insbesondere wenn es sich um Zeugen aus verschiedenen Kulturen handelt. Die meisten Ermittler waren extrem sorglos bei ihren Fragen. Sieht das aus wie Amelia Earhart? Ja, so ist es. Die Verschollenen-Theorie liegt auf Eis, bis man handfeste Beweise vorlegen kann. Sie haben einen Absatz mit der falschen Schuhgröße und nicht identifizierbare Knochen gefunden. Das ist nichts, aber sie suchen weiter. Die Vorstellung, dass Earhart Komplizin bei einer Spionagemission war, ist spektakulär. Aber 1967, als die Akten freigegeben wurden, fand man keine Hinweise auf Spionage. Roosevelt hätte sie nicht gebeten, auf eine solche Mission zu gehen. Man hat sie vielleicht gebeten, am Tage die Augen offen zu halten. Ich möchte wissen, welche Kriegsschiffe du siehst und was da los ist. Die Frage bleibt, warum die Dokumente überhaupt erst als geheim eingestuft wurden. Der Funkverkehr und die Aufzeichnungen der Küstenwache waren geheim, weil die Informationen die Küstenwache nicht gut aussehen ließen. Elgin Long, ein ehemaliger Ermittler bei Flugzeugabstürzen, glaubt, dass es eine Vertuschungsaktion gab, mit dem Ziel, eigene tragische Fehler zu verbergen. Dass Earhart der Treibstoff ausging und sie die Insel nicht fand, war nicht ihre Schuld. Es war Noonans Aufgabe, die Insel zu finden, und er war einer der besten Navigatoren der Welt. Für Long ist die eigentliche Katastrophe die Unterbrechung des Funkverkehrs zwischen der Itasca und Earhart. Die Funkaufzeichnungen zeigen, dass es keine Antwort gab, nachdem sie gesagt hatte, sie würde auf Empfang gehen. Es war ein komplettes Durcheinander. Und das hat leider letztendlich den Unfall verursacht. Viele glauben, Küstenwache und Marine schönten ihre Schlussberichte und manipulierten die Funkaufzeichnungen. Aus Sicht der Küstenwache gibt man Amelia die Schuld für das, was passiert ist. Aber die Fakten stützen sie.
Wenn überhaupt jemandem Schuld zugewiesen werden kann, dann den Leuten, die Earhart helfen sollten und es nicht getan haben, weil sie nicht zugehört und nicht geantwortet haben.